Hallo, hallo, du Liebe, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Joyful Mama, dein Hebammen-Podcast. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Efi, ich bin selbst auch Mama, arbeite als Hebamme und Yogalehrerin und ja, teile hier in diesem Podcast mein Wissen, meine Erfahrungen, Blickwinkel und Gedanken. Und hin und wieder, so wie auch heute, habe ich auch einfach mal andere spannende Menschen als Gast im Podcast und ich freue mich ganz besonders, euch meinen heutigen Gast vorstellen zu dürfen. Das ist die liebe Sandra Böhrmann aus Bremen und wir kennen uns jetzt schon wirklich eine geraume Zeit. Dadurch, dass wir natürlich örtlich eine ganz schöne Distanz haben, ist der Kontakt immer primär über Social Media, WhatsApp, E-Mail. Und es ist immer ganz lustig, wenn wir dann doch mal zum Telefonieren, zum Quatschen über irgendwelche Projekte oder wie heute im Podcast kommen, dann springt das manchmal einfach wild hin und her, weil wir gefühlt Stunden wahrscheinlich quatschen könnten. Das werdet ihr gleich so ein bisschen erleben. Sandra ist nicht nur Mama von drei Kindern, sondern selber auch Unternehmerin, Gründerin der Firma Mom to Mom, mit der ich ja auch jetzt wirklich schon eine Weile zusammenarbeite. Das heißt, sie produziert mit Mom to Mom Bio-Tees, Kräutertees, spezielle Mischungen für Frauen primär, so in allen Lebenslagen. Und also nicht nur, dass dieser Tee mich wirklich in meinem Leben quasi jeden Tag begleitet, sondern auch einfach ihre Begeisterung für die Arbeit, die sie macht, für diese Produkte letztendlich auch, finde ich einfach nur ansteckend zum Teil, genauso wie ihre gute Laune, aber auch total inspirierend, wie sie einfach das, was sie macht, durchzieht und dabei gute Laune behält und immer irgendwie, ja, so eine energiegeladene, freudige Person ist. Von daher will ich auch gar nicht noch mehr vorweggreifen. Freue dich auf eine wahrscheinlich lustige und vielleicht auch etwas chaotische Folge, denn bevor das Ganze hier losging mit der Aufnahme, hatten wir oder ich ordentlich technische Probleme. Es hat erstmal überhaupt nichts geklappt und danach waren dann quasi alle Vorbereitungen, die ich hatte, was ich immer so mache, wenn ich einen Podcast-Gast habe, dass ich mir so ein bisschen zusammenschreibe, was ich fragen möchte und in welcher Reihenfolge, dass das irgendwie so ein bisschen Struktur hat. Das war damit irgendwie alles vergessen und es ging irgendwie wild hin und her. Aber ich glaube, es ist trotzdem wahnsinnig viel dabei. Uns hat es auf jeden Fall total viel Spaß gemacht und ihr dürft gerne mal im Anschluss an die Folge sagen, ob ihr hier Freude dran hattet, ob ihr vielleicht auch Lust habt auf noch eine weitere Folge. Einfach so Mama Talk mit Sandra und Efi. Lass doch mich wissen. Für jetzt machst du erstmal bequem und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Folge. Und vorab sei vielleicht noch kurz gesagt, gerade bei Podcast-Folgen, wo ich einen Interviewgast habe, ist es mir natürlich gerade in der aktuellen Situation nicht immer möglich, mit der Person im gleichen Raum zu sein und das entsprechend mit einer hohen Qualität für euch aufzunehmen. Die Internetverbindungen sind teilweise im Moment einfach überlastet. Bei uns hier auf dem Dorf ist es eh eine kleine Katastrophe und natürlich gibt es dadurch so ein bisschen technische Schwankungen. Also hab bitte, bitte, bitte Verständnis, wenn die Audioqualität vielleicht nicht ganz so gut ist wie sonst, wenn ich das hier bei mir zu Hause aufnehme. Und ja, danke für dein Verständnis. Joyful Mama, dein Hebammen-Podcast rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die spannende Zeit mit Baby. Viel Spaß. Hallo, hallo, ihr Lieben. Ich habe heute für euch und ich freue mich total. Wahrscheinlich hört man mein Grinsen durch den Podcast. Die liebe Sandra Bührmann, die ist totale Powerfrau, Mama von, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, drei Kindern und Unternehmerin. Sie ist Gründerin der Firma Mom to Mom und ja, sie zaubert damit ganz liebevoll verschiedene Teemischungen für uns Frauen zusammen in Bioqualität. Ich bin totaler Fan davon und schlürfe den hier auch tatsächlich nebenher ständig und werde heute mit ihr im Podcast einfach so ein bisschen drüber sprechen. Natürlich, wie kam es überhaupt zu dieser Idee? Wie ist das? Aber auch so ein bisschen so hinter den Kulissen. Wie ist denn so das Leben als Mama und Unternehmerin? Und wir haben gerade vorab schon so ein bisschen gequatscht über den Wahnsinn hier im Corona-Lockdown mit Kindern und Homeschooling. Und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist. Liebe Evi, vielen Dank. Ja, nach anfangs sehr heftigen Schwierigkeiten, was die Technik angeht, sitzen wir jetzt hier und ach, beide total entspannt, ne? Evi, wir sind mega entspannt. Ja,
Immer. Ja, nein, also Efi musste schon erstmal Entspannungsübungen machen, weil sie sich wahnsinnig über die Technik aufgeregt hat. Aber nein, ich freue mich auch ganz doll dabei zu sein und haben wir ja auch schon ewig vorgehabt, aber wie das so ist, Corona-Wahnsinnsalltag im letzten Jahr und diesem Jahr, ja, aber ich bin ganz froh dabei zu sein. Total. Gut Ding will Weile haben, heißt es ja so Genau, schön, richtig, ne? das Beste Ja. zum Schluss. Ist auch ein schöner Film, ne? Das Beste Genau. kommt zum Schluss. Oh, ich erinnere mich noch so an diesen super sonnigen Tag vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon her ist, eine Ja, Weile, als wir ich da in weiß, was du Sachsenhausen meinst. in Frankfurt gesessen haben im Café Mola und uns zum Genau. ersten Mal begegnet sind, auf lustige Connection hin auch von der Frau, die ich in Betreuung habe, mit der du befreundet bist. Und Richtig. genau, da saßt du da mit deinen ersten Teedosen und hast mir so Mom to Mom vorgestellt. Das ist Und so hat das ewig Ganze irgendwie her. angefangen. Ist ewig her jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich kann es jetzt auch, ja, das war, da war ich, da war, habe ich ja gerade entbunden, glaube ich. Ich weiß, ja, da hatte ich ja noch ein, ja, genau, da war mein Sohn auch irgendwie noch Baby, Säugling. Und dann waren wir, war ich mit meinem Mann in Frankfurt zu Besuch einer Freundin, die mir dann erzählt hat, dass sie eine ganz tolle Hebamme hat. Und die ich unbedingt mal treffen müsste. Und so hat sie uns ja connected und wir haben uns dann ganz spontan im Café getroffen. Und ja, dann habe ich dir meine Tees vorgestellt und habe dich mal gefragt, was du davon hältst. Und Ja. ja, es war echt, es war wirklich der Anfang. Und da hatte ich ja noch die ersten Dosen, die Designs und ja, das war schon. Und seitdem Ja. kennen wir uns. Ja, das Seitdem kennen wir war uns, genau. genau, tolle Story. Ja, und ich kann auch wirklich nur sagen, also ich war so direkt von deiner Energie total begeistert. Und zwar nicht nur so von den Produkten, sondern auch so deine ganze Art. Du kommst ja aus dem norddeutschen Bereich, ne? Ich glaube, du bist gebürtige Hamburgerin, wenn ich das richtig habe. Ja, Und wohnst gebürtige jetzt in Bremen. Hamburgerin, genau mit indonesischen Halbwurzeln, sage ich immer. Meine Mutter ist ja richtige Hamburgerin, aber irgendwas anderes steckt da auch in ihr drin. Ich weiß jetzt nicht was, aber die ist halt ein super dunkler Typ. Wir munkeln ja immer, dass sie auch von irgendwo herkommt, wovon sie gar nichts weiß. Also, ja, mein Vater ist ja aus Indonesien und ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und dann irgendwann nach Bremen gezogen. Genau. Und ja, das Erzähl sind mal, so. was magst du noch so von dir erzählen? Weil ich habe ja jetzt so ein Bild von dir, wir kennen uns schon eine Weile, aber für die, die jetzt zuhören und denken, Ja. wer ist es denn eigentlich hier, die Sandra? Genau. Ja, die Sandra, das ist. Ja, ich habe ja drei Kinder. Zwei Kinder, die sind ja schon 14 und die mittlere, die wird jetzt 11. Also, ich habe so zwei ältere Kinder im Teenageralter. Und die sind aus meiner ersten Ehe. Ich bin ja auch glücklich geschieden, glücklich wieder neu verheiratet. Also dieses ganze Thema habe ich auch hinter mir mit Scheidung, mit zwei Kindern und dann alleine sein und dann plötzlich aus dem Nichts wieder sich zu verlieben, was man dann ja auch gar nicht eigentlich vorhat nach einer Scheidung. Aber es ging dann irgendwie alles ungeplant, wirklich sehr schnell, auch mit dem Kind. Und da bin ich natürlich super dankbar für, aber das war alles echt nicht geplant. Ne? Und das mit Mom to Mom war eigentlich auch nicht wirklich geplant. Ich hatte vorher ein ganz anderes Unternehmen, das hatte einfach im Bereich von Logistik und Qualitätskontrolle. Und ich hatte dann in der Schwangerschaft, wie es bei manchen Frauen halt ist, hatte ich dann, ich glaube, so extreme hormonelle Schübe, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt mal mein Leben wieder neu auf den Kopf stellen, wo ich das auch mit der Scheidung hinter mir habe und wieder neu verliebt und so weiter. Da passt das ja wirklich nur ins Bild rein. Und hatte aber auch nicht so wirklich die Idee. Ich bin immer irgendwie ein Unternehmertyp gewesen. War halt in Hamburg aber auch mal im Angestelltenverhältnis, war in einem großen Unternehmen beschäftigt. Aber dieses Unternehmertum und Selbstgründen, das ist eigentlich immer so mein Ding gewesen. Und es kam einfach auch nie die Idee. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, die Idee wird schon irgendwann kommen. Und so kam es dann auch in der Schwangerschaft. Und das kam dann einfach auch so daraus, dass ich dann halt viele Wehwehchen hatte und auch nicht gerne Medikamente nehme.
Und somit hatte ich eine Hebamme, die dann irgendwann bei mir saß und sagte, Mensch, probier doch mal die und die Kräuter. Und somit kaufte ich mir dann ganz viele Bücher und habe dann sehr viel über Heilkräuter gelesen und habe dann wild angefangen, mir meine Teemischung zu mischen. Und war dann so überrascht, wie sehr das hilft. Ich hätte es wirklich nie gedacht, weil ich auch gedacht habe, Mensch, das ist ja so simpel. Es sind ja wirklich nur Kräuter, die trinkt man. Und also bei mir hat es immer sehr, sehr geholfen. Und so kam eine Idee, Mensch, da muss man einfach was draus machen. Und vor allem in der Konstellation, als ich gesagt habe, diese fertigen Mischungen schon fertig zu machen. Weil das war schon irgendwie nicht so einfach, da sich da alles so durchzulesen und dann alle Zutaten zu bekommen und halt auch in der richtigen Qualität. Und da habe ich auch gedacht, naja, es wäre doch so viel einfacher, wenn man schon wirklich eine Mischung vorbereitet, nett verpackt und das der schwangeren Frau, werdenden Mama, wie auch immer, zur Verfügung stellt. So ist die Idee von Mom to Mom geboren. So ist die Idee entstanden. Ja, voll schön. In der Schwangerschaft. In der Schwangerschaft. Voller Hormone. Die Hormone, ja, sie tun ihr Ding, ne? Genau. Lass uns da doch mal so ein bisschen reingehen, weil ich weiß, wir haben wirklich eine bunte Mischung hier an Zuhörerinnen, die sowohl schon Mama sind, als auch gerade vielleicht schwanger sind beim ersten Kind oder vielleicht auch in einer weiteren Schwangerschaft. Wenn du so an deine Schwangerschaften zurückdenkst, was waren so typische Herausforderungen, die du in der Zeit hattest? Also ich meine, das ist ja jetzt so ein ganz positives Beispiel, was so in dieser Umbruchszeit einfach passieren kann, was ja viele Frauen merken, so das ganze Leben verändert sich. Aber wir haben ja auch alle so unsere Höhen und Tiefen. Magst du da mal so ein bisschen erzählen? Also ich muss sagen, das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Also die erste Schwangerschaft ist immer total anders, als wenn du irgendwie schon ein, zwei kleine Kinder zu Hause hast. Und ich habe im Freundeskreis auch viele Leute, die oder Frauen, die im Abstand von 1 oder 2 Jahren Kinder bekommen haben und dann noch ein anderes Wickelkind zu Hause haben. Das ist schon extrem anstrengend, glaube ich, dann in der zweiten Schwangerschaft. Die erste Schwangerschaft verlief eigentlich immer bei mir super gut. Ich hatte halt diese Schwangerschaftsübelkeit, wie sie wahrscheinlich jede Frau hat. Dann lief eigentlich, ich habe immer gearbeitet bis zur letzten Minute sozusagen und dann kam dann irgendwann die Geburt, die dann nicht wirklich schön war. Also bei mir, ich habe ja 3 Kaiserschnitte, mehr oder weniger auch ungeplant. Der erste Kaiserschnitt war halt auch ein Notkaiserschnitt, weil dann plötzlich die Herztöne von meinem Sohn weggeblieben sind. Und dann hat man herausgefunden, dass sich die Nabelschnur wohl einmal um den Hals gewickelt hat und er dann keine Luft mehr bekommen hat. Also irgendwie plötzlich standen 10 Ärzte um mich herum, haben mich nur noch in den OP-Saal geschoben, haben mir noch einen Zettel hingehalten, was ich unterschreiben sollte. Und dann war ich erstmal in Vollnarkose und weg. So, das war meine erste Geburt. Bei meiner Tochter lag ich auch irgendwie 16 Stunden in den Wehen. Und man wollte auch nicht unbedingt einen Kaiserschnitt machen. Man wollte es irgendwie immer noch probieren. Aber bei mir funktionierte einfach gar nichts. Muttermund ging nie auf. Und somit hat man sich dann da auch entschieden, irgendwann einen Kaiserschnitt zu machen. Ja. Und die dritte Schwangerschaft, das war dann natürlich dann ein geplanter Kaiserschnitt. Ne? Und in den Schwangerschaften selbst, ich hatte halt ständig mit Übelkeit zu kämpfen und dann halt die Müdigkeit. Ich glaube, das habe ich so... das war schon das größte Manko bei mir. Ich war ständig erschöpft, dann halt auch mit einem kleinen Kind zu Hause in der dritten Schwangerschaft. Bin ja mit 39 schwanger geworden in der dritten Schwangerschaft. Da merkt man das Alter auch schon ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Das sagen ganz viele Frauen tatsächlich, die Kinder in unterschiedlichen Altersphasen bekommen haben. Ja. Also das muss man wirklich sagen, in so einem großen Abstand bei meinem Sohn, das war ja ein 10 Jahre Abstand. Und man merkt dann schon, der Körper ist ja schon wieder regeneriert und fängt dann wieder von vorne an. Also das war schon echt eine Hürde. Also die dritte Schwangerschaft, ich hatte zwar immer schon noch so Energie, um weiterzuarbeiten, weil ich auch nicht der Typ bin, im Bett zu liegen. Das finde ich persönlich als extrem langweilig. Und ich muss halt immer irgendwas machen. Und dann hatte ich dann aber ab der 30. Woche hatte ich dann Vorwehen und musste dann wirklich permanent liegen. Ja, das war herrlich. Die größte Strafe ever. Das kann ich mir total vorstellen bei dir. Sandra, das ist, glaube ich, für viele Frauen
Ja. Schrecklich. Ja, also aber so lief das. Also alle drei Schwangerschaften wirklich komplett unterschiedlich. Ach, spannend. Und, das hört man so im Freundeskreis ja auch, ne? Die anderen sind fit und munter und hüpfen durch die Gegend und gibt es halt viele, die ab der 20. Woche schon wirklich nicht mehr können, ne? Ja, es ist eine ganz bunte Mischung. Es kann wirklich alles mit dabei sein, das würde ich auch so sagen. Ja, ja, absolut. Aber die meisten Frauen tendieren dann ja dazu, dass sie den Fehler immer bei sich suchen und immer so, Gott, bei mir ist irgendwas. Ich sage, ja, jede Schwangerschaft ist anders, ne? Das ja. ist, jeder Körper reagiert anders und die Lebensumstände sind ja auch in der Regel immer unterschiedlich. Ne? Also selbst Absolut. Wenn du als Frau mit dem gleichen Partner, ne, in einem relativ engen Abstand vielleicht auch noch ein Kind bekommst, ist es trotzdem nicht vergleichbar wirklich. Ja, 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 absolut. Ja, ja, aber so lief das bei mir. Ja. Und hätte ich damals schon die These gehabt, ich sagte, ich glaube, mir wäre das wäre um einiges besser gewesen. Siehste, da kommen wir noch zu. Genau. Du weißt, was mich noch interessieren würde, womit ja. auch echt viele Frauen immer strugglen, ist so dieser Wechsel. Du hast ein Kind bekommen, Schwangerschaft, Geburt. Und wenn du jetzt irgendwann diesen Wechsel wieder hast, dass du wieder in den Beruf zurückgehst. Also Elternzeit ist rum oder vielleicht auch noch drin. Und es kommen so diese Gedanken von, okay, irgendwann muss ich halt wieder anfangen mit dem Arbeiten. Mhm. Und du bist ja jetzt eine sehr arbeitsfreudige Person, würde ich sagen. Und wie war das für dich, so dieses wieder reingehen ins Arbeiten, damit ja auch das Kind irgendwie in eine Fremdbetreuung gehen? Wie war da so deine Erfahrung als Mama gesprochen? Naja, ehrlich gesagt, ich habe auch nie wirklich richtig aufgehört zu arbeiten. Ich habe immer trotzdem, also trotz Elternzeit und so weiter, immer irgendwie weiter gearbeitet. Es muss einem auf jeden Fall im Kopf irgendwann auch klar sein, dass es halt auch nicht mehr mit 100% geht. So. Ja. Man muss da schon zurückschrauben und man nimmt sich ja auch immer ganz viel vor. So war es ja in meiner dritten Schwangerschaft auch, als ich die Idee mit Mom to Mom hatte. Und obwohl ich zwei Kinder auch habe, man vergisst ja auch so vieles, ja. Also wenn man sich wirklich bewusst ist, wie viel Zeit ein Säugling raubt, sage ich mal. Das ist jetzt, man ist ja wirklich nur mit dem Baby beschäftigt. Und das unterschätzt man auch. Und man, klar, man hat noch eine Erinnerung, okay, das Baby schläft viel. Und dann war so meine Illusion, ja, okay, dann kann ich dann halt viel arbeiten und mich um Mom-to-Mom kümmern und alles vorbereiten. Aber dass man einfach auch erschöpft und müde ist, weil man schläft ja auch nachts für dich. Das hatte ich auch irgendwie vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ja, und ja. dann, da ist man morgens nicht fit, irgendwie irgendwas Produktives auf die Beine zu stellen. Und das ist schon wirklich schwierig. Und da muss man, ich glaube, das muss man sich auch irgendwann eingestehen und einfach auch einsehen, was ist jetzt am wichtigsten. Und da ist wirklich das Wichtigste, dass man sich erstmal dem Kind widmet und halt auch die Zeit für sich selbst, sich diese Zeit gönnt, auch wieder zu regenerieren. Man hat ein Kind geboren, man war 9 ja. Monate schwanger. Der Körper hat wirklich extreme Umstände mit sich ergehen lassen. Da muss man wirklich erstmal runterkommen. Und auch dieses Wochenbett, ich muss auch ehrlich sein, ich finde das so bewundernswert, wenn viele Frauen da wieder zurückkommen, dieses Wochenbett wirklich durchzuziehen. Ich habe es nie wirklich gemacht, weil wenn man dann hier liegt und im Bett liegt und dann hat man dann da einen Wäschekorb, dann hat man noch 2 andere Kinder und dann will man ja auch alles perfekt haben und da gönnt man sich nicht die Zeit, einfach im Bett zu liegen und sagen so, nee, ich habe jetzt hier Pause und ich habe jetzt ein Wochenbett. Funktioniert. Ja. Hat bei mir schlecht funktioniert und deshalb bewundere ich da wirklich viele Frauen, die das so können und das auch wirklich für sich machen. Ja. Kann ich nur zustimmen. Und ich finde auch, also nicht nur für die Phase vom Wochenbett, sondern auch darüber hinaus, wenn du Mama bist, also auch mit einem älteren Kind, es bleibt ja irgendwie so diese neue Konstellation. Du hast irgendwann wieder deine Arbeit, du hast das Kind, den Haushalt in den meisten Fällen. Und irgendwo da rein sollten wir als Frauen auch noch dieses Self-Care, ne? So dieses ich kümmere mich um mich selber reinpacken. Und das ist bei ganz vielen immer so das, was irgendwie hinten rund, also wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das eventuell. Aber das immer mal wieder nach oben auf die Prioritätsliste zu schicken, ist, glaube ich, was uns Frauen grundsätzlich oder uns Müttern vor allen Dingen sehr schwer fällt, weil immer erst alles andere sozusagen organisiert und gemacht werden soll. Und ja, kennst du das auch. Das stimmt. Also das ist ja halt, also wir Mütter, wir haben ja auch immer ständig mit dem schlechten Gewissen zu kämpfen. Ja. Dieses Gewissen. Also
auch wenn die Außenwelt oder ich sag mal der Ehemann oder wie auch immer, Partner, Freund sagt, Mensch, das ist doch auch okay, man hat ja auch immer diese Ansprüche an sich selbst. Das ist ja vollkommen idiotisch, ja. Also wenn man mal wirklich ehrlich zu sich ist, dann, ich habe mir auch ganz oft überlegt, so ja, okay, wer setzt mich denn jetzt unter Druck? Also ich habe hier nicht irgendwie jemanden stehen mit einer Pistole in der Hand und sagt so, wenn heute Abend die Wäsche nicht fertig ist und das Essen nicht auf dem Tisch steht, dann gibt's was. Das habe ich ja nicht, ja. Also es ist ja völlig entspannt. Aber das ist man selbst. Das ist man selbst. Und ich habe auch eine Theorie, ich glaube, das kommt auch viel aus der Kindheit, weil, also klar, es ist immer unterschiedlich, aber ich bin halt auch mit einer Mutter aufgewachsen, die für mich zu Hause da war, für mich und meine Schwester, die hat zwar immer so ein bisschen gearbeitet, aber hauptsächlich war sie für uns Kinder da. Ne? Das war so die perfekte Mutter, die perfekte Hausfrau, die hat alles alleine geregelt. So, und so wächst man ja auf und dann hat man ja dieses Leitbild, ja, der Mutter, so. Und wenn man dann nicht irgendwie in seinem eigenen Bild die perfekte Mutter ist, weil man ja auch noch einen Job nebenbei hat. Nebenbei, ne? Genau. Dann kommt man so ein bisschen so, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder den Elternabend vergessen. Ich habe jetzt 4 Körbe Wäsche oben, die sind nicht gebügelt. Bei meiner Mutter ist immer alles gebügelt. Und ich glaube, das hat man dann auch immer, wenn die Mutter mal zu Besuch kommt, um einem zu helfen. Sie meint es nicht böse, aber man sieht die Blicke, ja? Wieso stehen da jetzt 5 Körbe Wäsche? Wieso ist dies nicht? Warum ist das nicht? Ja. Und dann fühlt man sich ja automatisch schlecht, ne? Ja, geht ganz schnell. Finde ich aber einen ganz interessanten Ansatz. Also kann ich jetzt tatsächlich auch, wenn ich das so gerade bei mir widerspiegel, bei uns war das auch so, meine Mama war mit 3 Kindern halt zu Hause, das war ihr Hauptjob, die hat immer so ein paar Sachen nebenher nochmal gemacht, aber das war halt ihre Arbeit, ne? Richtig. Und das mittlerweile ist ja wirklich in ganz vielen Haushalten und Familien so ist, dass nicht mehr nur der Mann arbeiten geht, sondern die Frauen teilweise in Vollzeit, aber mindestens in Teilzeit ab einem gewissen Punkt auch wieder gehen und gleichzeitig halt versuchen, genau das, was vielleicht ihre Mutter in der vorigen Generation als Vollzeitjob sozusagen gehabt hat, mal so nebenher zu machen. Ja. Nebenher, genau. Das ist, und dann kommen ja auch noch so viele Dinge dazu, die man ja auch gar nicht sieht, ja, wie okay, jetzt auch mit 3 Kindern, allein diese ganze Schulorganisation. Und du wirst es auch kennen, mittlerweile gibt es ja auch immer von den Eltern die Klassenchats und so weiter. Und dann haben die Kinder Geburtstag und dann muss man irgendwelche Kuchen backen und mit zur Schule bringen. Und also das ist schon echt viel. Ja. Und das war halt auch bei meinen älteren Kindern, wenn die mal Schulausflüge haben, dann gab es da natürlich die Aufrufe von freiwilligen Eltern, wer kann mitkommen und ja, dann hat man schon irgendwie von den Kindern, oh Mama, kannst du nicht auch mal mitkommen? Ja, nee, Mama muss arbeiten und dann fühlt man sich ja auch gleich schlecht, ne? Also dieses, ja okay, und dann nimmt man sich ja den Kindern zuliebe doch dann irgendwie frei, um die Kinder mal zu leiten. Aber dann hängt alles andere wieder über. Und das macht einen dann dieses ständige Ausbalancieren, schlechte Gewissen, Job, Kinderarbeit, Familie und so weiter und nebenbei sich auch noch um sich selbst zu kümmern. Ich glaube, das führt dann am Ende, also bei mir persönlich, manchmal auch zu extremen Frustrationen. Und dass man dann einfach sagt, so echt, das ist, alles fängt man irgendwo an, aber nichts ist 100%. Und das kenne ich auch. Also die Momente habe ich dann auch, wo man am liebsten einmal im Schrank gehen möchte, kurz heulen und dann wieder raus. Ja, das habe ich sogar als Frage hier noch an dich. So, hast du auch so diese Tiefpunkttage, wo du einfach kurz in die Südsee flüchten möchtest, nach dem Motto, lasst mich alle in Ruhe? Ja, total. Wirklich. Ja. Also ich musste immer an eine Szene denken bei Sex and the City. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber da war ja auch diese eine Dunkelhaarige mit den Kindern, hatte sie da ihre Nanny auch und die war auch völlig überfordert, weil sie da am Kuchenbacken war und dann haben die Kinder ein Schlachtfeld in der Küche hinterlassen und dann ist sie auch in den Schrank gegangen und hat erstmal laut rumgeheult. Ja. Und dann kam die Nanny, hat sie dann entdeckt und hat dann die Kinder zur Seite genommen und gesagt, Mama braucht jetzt eine Pause. Das fand ich so süß, das habe ich dann immer so im Kopf und denke mir so, oh, das ist wirklich so aus so dem war. Leben. Und ich glaube, dass insgeheim hat das doch jede Mama irgendwie, ne? Dass man dann mal irgendwie mal kurz heulen gehen muss. Ich finde es halt total wichtig, dass das irgendwie auch mal mehr thematisiert wird, ne? Also gerade in der Welt von Instagram, wo immer alles so perfekt aussieht und also ich meine, ich mache das auch, wenn jemand zu Besuch kommt, dann stelle ich mich erstmal hin und räume die Bude auf und gleichzeitig, wenn ich zu einer Freundin gehe und ich sehe, oh geil,
da liegt da die Wäsche rum, ne? Und guck mal, das Spülbecken ist nicht komplett leer geräumt, weil die Spülmaschine noch nicht ausgeräumt wurde oder so. Genau. Ich freue mich immer innerlich so ein bisschen, weil ich denke, oh geil, weil der ist auch nicht alles perfekt. Richtig. Und das finde ich total wichtig, dass wir das auch einfach mal als Frauen, als Mütter uns gegenseitig immer wieder zeigen, so dieses, nee, mit dem, was wir halt alles machen, ist es in der Regel nicht möglich, alles auf 100% zu machen, und es ist trotzdem völlig in Ordnung, ne? Das ist völlig in Ordnung. Und ganz ehrlich, also manchmal gibt es ja auch Situationen, wo man eigentlich irgendwie hier im Haushalt irgendwas großartig machen möchte. Und dann sind die Kinder, springen auf dem Sofa und freuen sich und, oh Mama, komm doch mal. Dann sagt man auch, komm, lass den Kram doch da jetzt endlich liegen. Und wirklich, flipp doch mit deinen Kindern jetzt einmal mal aus und mach einfach mal Quatsch. So. Und diese Momente muss es doch einfach mal geben, dass man mal völlig unbefreit ist und Termine auch mal Termine sein lässt und einfach sagt so, nee, diesen Spaß gönne ich mir jetzt mit den Kids. Und das gibt einem am Ende auch wirklich nochmal viel Energie und Kraft. Ne? Also, total. Also bei mir ist es persönlich so, ich bin wirklich ein Mensch, ich lache super gerne, ich wache morgens auf, habe gleich auch gute Laune, bin kein Morgenmuffel. Und gute Stimmung und viel Lachen, das bewirkt bei mir so viel mehr Positives. Und deshalb umgebe ich mich halt auch gern mit Leuten, die einfach viel lachen und fröhlich sind. Und das pusht einen dann auch nochmal so ein bisschen auf. Das ist so mein Geheimtipp auch nochmal für schlechte Tage. Bitte. Dann ruf eine Freundin an, die einen nochmal so ein bisschen aufpusht und sagt so, hier komm, alles lustig. Und dann lacht man ein bisschen und es ist auch wieder gut. Dann ist es nicht mehr ganz so düster. Das klingt ist so einfach, richtig. Ne? Ja, aber es ist manchmal wirklich so. Ne? Man muss einfach mal Quatsch machen oder mal ein albernes Gespräch haben oder auch mal ein Glas Wein trinken und mal 5 gerade sein lassen. Genau. Würde ich auch auf jeden Fall ganz, ganz vielen so raten. Ja. Lass uns doch nochmal so ein bisschen, jetzt mal irgendwie total hier in sämtliche Themen reingestiegen, das war gar nicht so geplant, aber macht nichts, zurückkommen. Ja. Nee, das stimmt aber nicht. Ich wollte dich eh fragen, wie managst du das eigentlich alles so mit Mama und Unternehmer und was sind so Herausforderungen? Von daher stimmt schon. Aber mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, ich habe dich ja damals kennengelernt und die Tees, die du alle hast, mit, da hattest du schon so deine Döschen fertig und die haben so lustige Namen wie der Klapperstorch und nicht übel und so weiter und so fort. Lass uns doch noch mal so zurückgehen aus diesem Punkt, wo du in der Schwangerschaft gemerkt hast, okay, hier irgendwie Tees in 5 Apotheken bestellen und mir alles selber zusammenmischen, ist irgendwie unbefriedigend, kenne ich als Hebamme übrigens auch. Ich möchte das jetzt in schön machen. Richtig. So die Kurzversion zu, was war der Prozess zu dem, wo ihr jetzt seid? Meinst du jetzt insgesamt? Ja, erzähl mal. Ja, also... Oh Gott, so die Milestones. Also ich halte das jetzt mal kurz. Das war schon, die Rezepturen waren eigentlich alle schon so mehr oder weniger klar. Das Besondere an Mom-to-Mom ist auch, das wissen viele halt auch nicht. Also ich kaufe die Kräuter halt auch nicht irgendwie als fertige Mischung irgendwo ein. Die einzelnen Kräuter, die besprechen wir und die probieren wir aus. Also meistens überlegen wir, okay, was könnte eine Frau eigentlich gut gebrauchen? Welchen Tee? Und dann schauen wir nach und sprechen halt mit vielen Experten auch, die sich in der Kräuterheilkunde gut auskennen. Und dann schauen wir einfach mal, okay, welche Kräuter können da helfen? Und ich habe eigentlich mittlerweile schon ein ganz gutes Portfolio an Kräutern im Büro. Und dann fangen wir an, wild zu mischen und zu gucken, gut, welche Kräuter harmonieren im Geschmack gut zusammen und dann halt auch im Volumen, in der Konstellation her. Und dann lassen wir diese Mischung von unserem Lieferanten anfertigen. Also das sind dann halt die ersten Handmuster. Und dann fangen wir einfach mal an zu probieren. Wie schmecken die? Wie schmecken die kalt? Wie schmecken die warm? Wie riechen die? Wie sehen die aus? Und also ich sag mal, der große Unterschied ist halt, wir sind jetzt auch nicht dieser typische Teehändler, die jetzt irgendwie Teesorten in mehr oder weniger geschmackvollen Richtungen, die irgendwie fancy schmecken. Das ist Mom-to-Mom nicht, ja? Also wir haben jetzt keinen Tee, der jetzt irgendwie ganz toll nach Vanille oder Mango schmeckt. Aber wir haben Apfeltee für Kinder. Das ist so. Oh Gott, der ist so lecker. Und der Früchtetee ist auch so lecker. Ja, also wir arbeiten nicht mit irgendwelchen künstlichen Aromen. Das ist dann wirklich Natur pur. Und das ist halt, die Kräuter, die haben schon einen Eigengeschmack. Aber dass man da sagt, irgendwie, das schmeckt jetzt irgendwie super fancy, das ist es halt nicht. Ja? Aber dafür wirken die Tees. Und manchmal hat man auch das Gefühl,
oh, der Tee schmeckt ja irgendwie fast so wie der andere. Ja, das kann halt auch mal vorkommen, weil wir viele Kräuter halt in Komposition auch gleich sind. Aber nichtsdestotrotz schauen wir halt auch immer, dass die sich irgendwie nochmal so ein bisschen absondern. Genau, das ist so erstmal der Ablauf. Dann ist es halt auch noch ganz wichtig, wir unterliegen ja beim Lebensmitteltee dieser Health Claim Verordnung. Da haben wir halt auch juristisch halt sehr viel miteinander zu tun, dass wir schauen müssen, okay, welche Wirkung darf man suggerieren? Darf man ja eigentlich überhaupt nicht. Also ich dürfte jetzt nicht sagen, der Tee oder Kamille hilft gegen Übelkeit. Also ist immer sehr, sehr schwierig und kompliziert. Ja. Deshalb müssen wir das immer so ein bisschen umschreiben oder halt auch mehr auf Erfahrungsberichte gehen. Ja, man muss halt immer vieles mit Studien belegen und es gibt halt auch viel zu wenig oder fast gar keine richtigen Studien für Heilkräuter. Obwohl man das jahrhundertelang irgendwie benutzt hat. Ne? Also es ist ja auch schon im alten Ägypten, da hat man halt auch viel mit Salbei und so gearbeitet. Das ist halt. Aber es ist so ein weitergegebenes Wissen einfach, ne? So. Genau, das ist weitergegeben. Aber ich kenne es halt aus meiner Kindheit auch. Also meine Mutter hat immer sehr viel mit Kamille gearbeitet. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte immer früher diese Gerstenkörner im Auge, total, diese Entzündung. Und dann selbst bei Neugeborenen schon, ja. Genau, und dann hat meine Mutter immer Kamille gekocht und dann gab es dann irgendwie eine Augenklappe und dann bin ich mit Kamille am Auge rumgelaufen. Ja. Oder dieses Inhalieren, das habe ich früher ständig gemacht mit Kochtopf, Kamille, Handtuch drüber und inhaliert. Wir sind auch nicht viel mit Medikamenten aufgewachsen. Und ja gut, da gab es ja auch keine Studie drüber, ja. Also ich finde auch immer, das ist, wenn man das mal so vergleicht mit Lebensmitteln, die man seinen Kindern heutzutage gibt aus dem Supermarkt oder die man auch selbst isst, was da alles drin ist, ja. Das ist ja Wahnsinn und das ist alles erlaubt, ja. Aber bei Tees, das ist dann immer schon wirklich immer das komplizierteste Thema überhaupt, wo ich auch sage, mein Gott, das sind Kräuter, da passiert nichts. Also das trinkt man nicht und fällt irgendwie plötzlich tot um. Ja, das ist immer sehr schwierig, das zu vermitteln. Ja, also ich kenne das aus tatsächlich ähnlichen Bereichen natürlich als Hebamme. Man muss da auch immer vorsichtig sein. Also du hast einerseits deine Erfahrung und weißt, okay, richtig, die Frau hat Problematik XY und natürlich gerade in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit kann man nur sehr begrenzt mit Medikamenten arbeiten, möchte man ja auch nicht oder auch bei den ganz Kleinen natürlich genauso. Und wenn man da eine Möglichkeit hat und weiß, okay, aber wenn ich jetzt einen Tee trinke mit der und der Mischung, dann weiß ich, dass das was macht. Ja, auch wo man dann vorsichtig sein muss in der Formulierung. Oder beim Yoga ist es ja auch ähnlich. Ne? Wenn ich jetzt weiß, jemand kommt mit Rückenschmerzen, mit Verspannung zu mir und wir machen Übung XY, dann weiß ich, der Person geht es danach besser. Aber ich darf leider nicht sagen, dass Yoga gegen Rückenschmerzen hilft, weil dann wird es schon wieder juristisch ganz, ganz schwierig. Ne? Ja, also, das ist tricky. Ja, weil also wir haben es dann ganz oft halt auch mit dem Ruhig-Blut-Tee, das ist ja unser Entspannungstee. Den hätte ich heute früh gebraucht. Ja, ich auch. Ich trinke gerade Frauenglück. Ich auch. Ich kriege da natürlich ganz oft gefragt, dürfen wir den in der Schwangerschaft trinken? Wir haben ja einen kleinen Anteil auch Ingwer drin. Das ist aber wirklich minimal. Und das ist kein Ingwer, den man irgendwie so isst, sondern es ist ja aufgegossen. Und natürlich sagt man, dass Ingwer venenfördernd ist, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch spreche, du bist die Hebamme, aber das natürlich nur in gewissen Mengen, ja, und ich glaube, wenn man 2-3 Tassen ruhig Blut trinkt mit einem Anteil von 10% oder 5% Ingwer drinne, ich glaube nicht, dass dann 10 Minuten später die Wehen eintreten. Also zumindest habe ich noch nie davon gehört, es konnte mir auch noch nie jemand bestätigen, dass es so ist, aber wenn man diese Frage gestellt bekommt, muss man natürlich vorsichtig mit der Antwort sein. Ja, also ich sage auch immer, wir haben die Erfahrung noch nicht gemacht. Meine Meinung ist die, aber bitte spreche es dann, wenn du dich nicht gut dabei fühlst, mit deiner Hebamme oder deinem Frauenarzt ab. Ja, also ich glaube, das ist auch grundsätzlich für Schwangerschaft immer so ein gutes Maß, also erstmal für dich selber reinzuhören, wie fühlt sich das für mich an? Und wenn da schon so ein innerer Widerstand ist, wo man denkt, ich weiß nicht so richtig, ob das gut für mich ist, dann vielleicht einfach lieber nicht. Also das finde ich super wichtig, auf diese Intention, auf dieses Bauchgefühl letztendlich zu hören, ne? Und klar, Rücksprache halten, Hebamme, Arzt, das ein bisschen in Relation setzen. Letztendlich irgendwas hilft in der Regel gut gegen Übelkeit.
Kann bei Verdauungsproblemen total gut sein. Und das sind ja gerade so typische Schwangerschaftsbeschwerden in der Frühschwangerschaft. Also ja, da muss man dann halt so ein bisschen abwägen. Aber ja, das heißt ja nicht ohne Grund, ne? Die Dosis macht das Gift. Also wie du eben schon so schön gesagt hast, bei den Mengen und dann nicht mal in gegessen, wird das sicherlich jetzt nicht sofort Durchfall oder irgendwas wahrscheinlich verursachen, es sei denn, du hast ja direkt eine allergische Reaktion und das passiert vermutlich nicht. Aber ja, man kann halt nie irgendwas zu 100% ausschließen. Ne? Genau, aber ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass die Frauen ein wirklich gesundes Maß an Gefühl entwickeln, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ja, das hatte ich in meinen Schwangerschaften ja auch. Und mir wurde halt auch ständig, also ich bin ja nur mit asiatischen Wurzeln und Chili gehört für mich zu jedem Essen dazu. Ich liebe Chili in jeder Form. Ja. Und das hat man mir beim Stillen auch schon mal gesagt. So, und Chili und fürs Kind und ganz schwierig. Und da habe ich mir gedacht, so, na okay, was machen aber die asiatischen Frauen? Genau. Also, sage ich ganz oft als Beispiel. Ja. Also ja, meine Tanten in Indonesien, die haben alle normal weiter gegessen und die Kinder sind auch irgendwie alle. Und dann habe ich es auch einfach, weitergemacht. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, meinen Kindern hat es nie geschadet. Also hätte ich jetzt beim Wickeln gemerkt, die haben wunden Po. Natürlich hätte ich es jetzt auch unterbunden, ja. Ich habe es in geringen Dosen einfach mal probiert. Also es war so meine Herangehensweise, einfach mal ganz gering probieren und gucken, wie reagiere ich, wie reagiert das Kind. Und es ist nichts passiert und wurde es immer mehr. Und also bei mir war es immer alles hervorragend, hat funktioniert. Fantastisch. So, das würde ich jeder anderen Frau halt auch raten, einfach mal ein bisschen auszuprobieren, in geringen Maßen, einfach gucken, wie reagiere ich, wie reagiert mein Körper. Ja, und also das finde ich ist was, das kann man gar nicht genug letztendlich unterstützen. Dieses probier doch einfach mal aus und lern deinem eigenen Körper und deinem Gefühl wieder ein bisschen mehr zu vertrauen. Also ne, jetzt, ob das Tee ist oder irgendwelche Übungen, die man macht oder sonst wie, wenn ich den trinke, wie geht's mir denn damit? Wenn ich den jetzt eine Woche getrunken habe und ich merke, oh, irgendwie bin ich ausgeglichener oder ich habe weniger Übelkeit oder sonst wie, okay, gut. Wenn du den trinkst und merkst, ändert sich gar nichts oder es geht mir schlecht, auch okay, hast du wieder eine Info mehr. Und das, glaube ich, ist letztendlich auch fürs Mama-Werden so wichtig, ja, dass man kriegt so viel Informationen, wie man alles zu tun hat und so weiter und so fort. Oh, man dreht ja irgendwann durch, ja, und ja, natürlich darf man Infos sammeln und man muss auch manche Sachen abwägen, aber auch irgendwie immer wieder zu diesem zurückzukommen, okay, du bist als Mama Expertin für dein Kind und du bist als Frau Expertin für deinen Körper und manche Sachen darf man halt auch einfach mal ausprobieren und dann selber eine Erfahrung sammeln und ein Wissen daraus ziehen, ne? Ja, absolut. Aber das ist ja nun heute auch in Zeiten von Social Media und so weiter, ist das natürlich auch, es macht es einer Mama auch nicht besonders leicht. Ja? Also als ich das erste Mal schwanger war, da habe ich mir halt die Schwangerschaftsbücher noch durchgelesen. Da gab es das halt auch gar nicht so. Und das war eigentlich auch ganz gut, weil ich habe mich gar nicht so wild machen lassen. Und heutzutage, was für Infos man bekommt, und die sind ja auch teilweise alle so unterschiedlich, da weiß man ja gar nicht mehr. Also das ist immer das Witzige, wenn meine Mutter, die hat in den 3 Schwangerschaften von mir und auch in den von meiner Schwester, die hat so viel Neues dazu gelernt. Die hat auch immer gesagt, die hat immer mit dem Kopf geschüttelt, oh Gott, mit jeder Schwangerschaft ändert sich was. Früher bei uns war das noch so und so. Und ich sage, also die war immer völlig verwirrt, weil sie sagt, das ist ja irgendwie alles neumodischer Trend. Ja, ja. Also es ist schon, an den Omas merkt man das dann am Ende des Tages, was die alles in den Jahren durchmachen mussten. Ja, alles hat sich geändert. Ja. Manchmal gar nicht so einfach, so mit diesem Generationenkonflikt, ne, dass man halt damals Sachen auch einfach anders gemacht hat. Ja. Und gleichzeitig manche Sachen bleiben, ne? Also gerade jetzt hier so Heilkräuter und so Sachen, die sind halt auch schon seit vielen Generationen. Das Back ist ja auch was, was auch die schon, wo die Mamas das von ihren Mamas kennen, so, ne? Hast halt wie trink halt einen Salbeitee oder was weiß ich. Absolut. Ja, genau. Mal so ganz persönlich gesprochen für dich, was ist denn so die größte Herausforderung, Unternehmerin, Mama sein, unter einen Hut bekommen? Die größte Herausforderung, ja, ich glaube schon, das ist diese Struktur einfach zu finden, ne? Und die mir heute im Podcast übrigens fehlt irgendwie. Ich springe so von allen Themen, aber es ist halt jetzt so. Und du, ich bin anpassungsfähig. Wie im wirklichen Leben. Genau.
Nein, aber das ist, glaube ich, jetzt auch im letzten Jahr mit Corona ist es, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr schwierig, da eine gute Struktur zu finden, weil sich alles irgendwie gefühlt täglich ändert, ja, oder zumindest wöchentlich. Von daher ist maximale Flexibilität notwendig. Und ich glaube, ich lerne auch gerade wirklich gelassener zu sein und Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Momentan werde ich auch mit so vielen Dingen konfrontiert, die einfach nicht zu handeln sind. Es ist jetzt auch wirklich im Business so, durch Corona verzögern sich halt viele Sachen. Produktionen laufen nicht mehr so, wie man möchte, weil die natürlich auch mit Menschen zusammenarbeiten, die Hygienebedingungen einhalten müssen. Die Produktionen laufen langsamer. Das ist halt, wir haben halt auch sehr, sehr viele verschiedene Steps im Produktionsbereich, bis hin, dass der Artikel dann irgendwann versandbereit ist, wo man halt wirklich abhängig von vielen Prozessen ist, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Ne? Am Ende ist es jetzt auch DHL. Jetzt bei dem Schnee, die Lieferungen laufen nicht richtig. Ja. Ich warte auf Ware, die im Zoll steckt, die wahrscheinlich auch gar noch nicht mal ausgeliefert werden kann, weil die LKWs nicht fahren dürfen. Es ist wirklich Wahnsinn. Und wenn ich wollte, könnte ich hier jeden Tag wie eine Rakete abgehen. Aber es bringt mir am Ende des Tages nichts. Es zaubert mir die Ware auch nicht auf den Tisch. Man hat nichts davon. Ja, und das ist, glaube ich, ganz schwierig, sich Dinge zu akzeptieren, dass die einfach jetzt mal so sind. Ja, und das ist jetzt mit Kindern, mit Schule, wöchentliche Wechsel und dann hier und dann da, Schule plötzlich geschlossen und dann, also die Pläne ändern sich tagtäglich. Ja. Das ist wirklich verrückt. Ja, aber ich glaube, man muss einfach auch, wenn man die Möglichkeit hat, ein gutes Backup zu haben, wie Familie, die einem hilft, oder auch den Ehemann mit einzubeziehen, man muss halt alles mit einbeziehen. Man darf einfach auch nicht da irgendwie alleine im Regen stehen, weil als Mutter, ich meine, man muss halt sein Netzwerk haben. Man hat ja, meistens gehört ja auch ein Vater dazu, wenn man nicht getrennt ist. Man muss da einfach jede Hilfe heranziehen, ne? Das ist ganz klar. Alleine darf man da nicht im Regen stehen. Nein, kann ich absolut unterschreiben. Ja, und ich kenne das ja. Ich war ja nun auch wirklich lange Zeit auch alleinerziehende Mutter mit einem Unternehmen. Das kenne ich ja auch. Ja. Und da ist man ja auch immer so, Gott, ruft man jetzt den Vater an? Das sind ja auch so Sachen, die man da nicht, also ich sag mal, es sei denn, man hat jetzt das ganz tolle Verhältnis, aber meistens ist das ja nicht so. Jetzt den anrufen, nee, will ich jetzt auch. Also versucht man jetzt auch alleine, ne? Das ist dann schwierig. Ja, und ich finde das immer, ja vielleicht. Also, kenne ich vielleicht, ja, durchaus. Ja. ist auch was, wo ich mich immer wieder dran üben muss und wo ich auch so die Ratschläge, die man halt den Mamas auch gibt, nach dem Motto, ne, such dir dein Netzwerk, frag Leute im Vorfeld, trau dich, um Hilfe zu fragen. Das sind natürlich auch alles Sachen, an die man sich selber wieder erinnern darf. Und ich finde auch immer witzig, dass so Dinge, die man in der Arbeit lernen darf, wie jetzt, ne, die Ware kommt nicht, du kannst nichts dran machen, okay, so ist es. Und das kann man aber auch gleichzeitig wieder so ins Privatleben ziehen und andersrum, so, ne, die Kinder sind zu Hause, weil gibt halt gerade keine Betreuung. Okay, brauche ich mich nicht aufregen. Also es ist eine andere Problematik, eine andere Situation, aber eigentlich so die Lektion für mich selber, einfach Ruhe zu bewahren, ist in vielen Sachen doch sehr ähnlich, ne? Also was man als Mama lernt, bringt da noch im Beruf weiter. Das muss man wirklich lernen. Und ich bin da auch noch nicht perfekt drin. Ne? Und ich habe gerade per gestern eine Wette mit meinem Mann laufen. Okay. Weil er behauptet, dass ich ja sehr impulsiv bin. Aber gut, ich schiebe das jetzt auf meine Genetik. Und er sagt, wir haben jetzt eine Wette laufen, dass ich es, er wettet dagegen, dass ich es nicht schaffe, eine Woche lang völlig in jeder Situation entspannt zu reagieren. Okay. Also mein Mann ist ja wirklich sehr gut darin. Er hat eine extreme Selbstdisziplin und er ist in den extremsten Situationen sehr, sehr entspannt. Das bin ich nicht. So, ich bin sehr emotional, also positive Emotionen als auch negative Emotionen, immer so. Und deshalb lerne ich jetzt diese Woche, ich will diese Wette ja gewinnen, völlig entspannt zu sein. Okay, super. Ja. Ich brauche da meine Tools. Also meine Tools sind auf jeden Fall Atemübungen. Ich wollte gerade sagen, atmen, ne?
Ja, das klingt so banal, ne? Aber Atmen hilft. Ja, ja. Also ich muss ja selber über mich manchmal schmunzeln, weil ich bin auch in manchen Situationen echt so, und ich muss da mal kurz ausrasten und ich kann mich dann auch wieder sammeln und so, das geht alles. Aber ja, so dieses, die Emotionen kochen mal hoch, in beide Richtungen kenne ich auch. Und ich muss dann immer schmunzeln, weil als Hebamme ist man ja nun echt jemand, der auch mal einen langen Geduldsfaden braucht, ne, so in der Begleitung. Und als Yoga-Lehrerin sollte man ja auch kennen, so dieses, okay, beruhig dich mal, atme mal tief durch. Und trotzdem habe ich noch so Situationen, wo ich manchmal denke, oh Evi, komm, hättest du auch mal kurz einmal durchatmen können vorher. Hätte nicht geschadet. Aber man lernt halt dazu. Und das bleibt so ein Prozess. Ja, aber dieses Atmen, es hilft wirklich. Es hilft. Also ganz bewusst 3 tiefe Atemzüge, die holen einen wirklich nochmal runter. Also ich habe es irgendwann auch mal angefangen damit und habe dann ganz schnell gemerkt, also wie beim Tee auch, wow, das hilft und das ist so banal. Ja, man muss jetzt nicht irgendwie eine Viertelstunde da sitzen und meditieren, was einem ja auch schwer fällt. Einfach nur 3 Sekunden atmen, hilft. Und tatsächlich, man kann sich drin üben, so dieses, die Erstreaktion sozusagen ein bisschen zu verschieben, dass in dem Moment, wo du den Impuls hast, so jetzt würde ich gerne mal einen Prall loslassen oder was auch immer, okay, jetzt nehme ich mir mal 3 Atemzüge und das ist ja echt eine kurze Zeitspanne, ne? Und wie viel das schon machen kann, wenn man merkt, okay, geht wieder. Wir sollten eine Challenge eröffnen, die Atem-Challenge. Okay. Eine Atem-Challenge, willst du das jetzt in der gleichen Woche noch machen oder wollen wir das für nächste Woche planen? Ach du, wann immer du willst. Okay, okay. Wie sieht die aus? Das überlegen wir uns noch. Aber überlegen wir uns, das okay. Das doch mal eine Sache. Ich glaube, es gibt viele Mamis, die eine Atem-Challenge gebrauchen können. Pass auf, wir machen das jetzt so. Wir gehen dann nachher nochmal kurz in uns, wir atmen mal und dann basteln wir was Cooles draus und dann lassen wir das auf Instagram mal alle Mamas mitmachen. Wir brauchen noch einen coolen Hashtag und dann geht's los. Tolle Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja. So entstehen Ideen. So machen wir das, finde ich gut. Oh Mann, oh Mann. Das ist lustig hier. Ich finde, wir sollten so öfter so Podcast-Folgen machen. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, was jetzt hier letztendlich an Content alles durchkommt, aber ich finde es eine super gute Mischung. Ach, das ist doch eine tolle Abwechslung, Stunden oder? Mit dir quatschen. Ja, ich finde es auch so herrlich, weil es ist irgendwie, man hat ja auch diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen gar nicht mehr mit irgendwelchen Leuten. Und das ist, ich finde es immer so am Tag, also ich habe jetzt hier übrigens, ich sitze jetzt hier bei mir zu Hause im Wohnzimmer und ich habe hier ständig irgendwie, die Türen gehen auf, Mama, mein Tante, ich habe hier ein Homeschooling. Ja. Ich habe denen gesagt, ich brauche jetzt eine Stunde mal eine Ruhe und das kriegen große Kinder auch nicht hin. Aber ich bin völlig entspannt. Ich atme das weg, weil die wissen ganz genau, Mama hat jetzt hier einen Podcast und alles andere wird hinten rangestellt. Aber gut, ich muss jetzt gleich noch mit meinen Kindern Bio üben. Ja, ich habe das aber auch öfter, dass ich dann auch schon so ankündige, okay, ich muss jetzt eine Stunde irgendwas machen. Und dann, gerade wenn man so im Gespräch ist, dann geht die Tür auf und so, jetzt nicht. Okay, ja, die sehen das schon an meinem Gesicht. Die sehen schon an meinem Gesicht. Ich kann wirklich, mit meinem Blick wirklich Bäume umkippen lassen. Das können wir durch den Podcast nicht zeigen, aber das glaube ich. Ja, ist auch wichtig. Klar, ich meine, in der Situation jetzt mit wirklich kleinen Kindern, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, absolut. Aber ich glaube, Kinder, die 14 und 11 sind, die sollten das verstehen können, oder? Das sollte klappen, ja. Jeder hat so seine Herausforderungen gerade. Genau. Auf jeden Fall. Okay. So, nachdem wir jetzt so lustig hier hin und her gesprungen sind, erzähl doch nochmal abschließend für alle, die es jetzt wissen wollen. Denken, okay, Mom to Mom, ich bin jetzt neugierig. Da gibt es irgendwelche Tees. Ich will die jetzt alle ausprobieren, hoffentlich. Kann ich sehr empfehlen. Wobei, es gibt einen neuen, den wärmenden Tee, ne? Den habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ja, den Warmmacher-Tee. Das ist, ich sag mal, der fällt so ein bisschen aus der Reihe. Das ist jetzt kein typischer Kräutertee, sondern einfach mal so ein witziger Tee zwischendurch. Da haben wir auch Popcorn drin. Das fand ich ganz cool. Ja, also Popcorn nimmt ja das Aroma der ganzen Zutaten mit an. Und ich fand das ganz witzig. Und das ist halt so ein bisschen, so ein bisschen Winter-Warmmacher-Tee. Zwischendurch mit wirklich intensivem Geschmack von Kardamom und Zimt. Also finde ich zwischendurch super, super lecker. Ist aber was anderes als die heilenden Kräutertees, ne? Ja, aber dafür auch mal. Da ist ja so zwischendurch auch noch mal drin, genau. Es gibt ja auch mal so und dann Tage. Haben wir ja ganz neu die, was heißt ganz neu, es ist ja auch schon 2-3 Monate, die Kindertees.
einiges Mom-to-Mom ja eine Marke für die Mom, aber ich habe immer wieder in den letzten 2 Jahren gehört, oh Mensch, und für Kinder, und für Kinder. Ich sage, nein, wir wollen hier nur für die Frau. Und ich dachte so, nee, komm hier, der Kunde ist König. Wenn die Mutter das will, dann machen wir das. Ja. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wie schwer es ist mit Kindern. Es sollte schon immer irgendwas auf Fruchtbasis sein, weil Kinder das ja eigentlich ganz gerne mögen. Die Beschaffung war ziemlich schwer, weil ich ja natürlich mal diesen Anspruch habe an wirklich hochwertiger Bio-Qualität. Und viele Sachen sind einfach nicht zu haben, ja, und gibt es nicht im Bio. So. Mhm. Und ich habe es dann irgendwann gefunden und habe dann diese zwei Mischungen, einmal die Apfelwiese, ein purer Apfelgeschmack, und einmal den Früchtetraum. Und ach, die sind wirklich sowas von lecker. Und ich hatte meiner Tochter auch gerade eine Kanne, die hat so eine Thermoskanne mit zur Schule gegeben, weil die ja auch da im Unterricht immer meistens alle 10 Minuten mit offenem Fenster sitzen. Und dann trinkt sie immer schön ihren Tee zwischendurch. Mm. Der kommt wirklich ganz, ganz toll an, aber auch bei den Müttern. Also ich habe ganz oft die Info ja, bekommen, ich habe mein Kind den Tee weggetrunken. Ja. Absolut. Was ich auch gerne mache, ich nehme immer so ein bisschen Apfel und packe den immer auch nochmal so in die anderen Tees mit rein. In die Mischung. Ja, also Also ich mische da ja auch immer. Genau, also wir haben da ja, vom Babywunsch hin bis zur Geburt alles. Wir haben da ja auch zuletzt auch nochmal einfach nur die Himbeerblätter mit drinnen. Ja. Kennst du ja auch zur Geburtsvorbereitung. Das sind einfach Himbeerblätter pur und die kann man auch bei uns kaufen. Dann sind wir jetzt in diesem Jahr nochmal am Basteln an weiteren Teemischungen. Ich habe jetzt eine Rezeptur erstellt für ein Wochenbett-Tee. Also nicht nur fürs Wochenbett, sondern auch darüber hinaus. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Da fallen wir jetzt nochmal so ein bisschen dran rum. Und darf ich jetzt auch verraten, ja, ich verrate das jetzt einfach mal im Podcast, ne? Ich habe das noch nicht verraten, nirgendwo. Jetzt kommt's. Aber ich habe jetzt gerade eine fertige Rezeptur für einen Hauttee. Oh, herrlich. Ja. Für gute Haut. Ja, ich habe wirklich ganz oft gehört, dass viele Frauen vor und auch nach der Schwangerschaft unter schlechter Haut leiden. So, ja. Schlechte Haut. Einfach immer Hautprobleme. Und ich merke bei mir persönlich auch immer irgendwie vor der Periode, eine Woche vorher, fange ich an, schlechte Haut zu kriegen. Also wirklich, ja. Ich so in meinem Alter noch, was soll das? Habe ich aber auch. Also grundsätzlich habe ich zum Glück so irgendwann mal diese ganzen Hautprobleme überwiegend durchgehabt. Aber genau wie du sagst, so dieses ein paar Tage, bevor ich meine Tage kriege, kann ich eigentlich ein Ei drauflegen, ne? Da kommt irgendwo. Da kommt irgendwas und man sieht völlig komisch aus, aber dann verschwindet es auch wieder. Ja, die schönen Hormone. Ja, ich hatte auch irgendwie im letzten Jahr mal so eine Hormonumstellung, da hatte ich wirklich über Wochen schlechte Haut. Ich dachte, ich drehe gleich durch, das kann doch alles nicht wahr sein. Und da gibt es wirklich einige Kräuter, die ich jetzt aber noch nicht genau verrate, weil die Komponente noch nicht ganz steht, die wirklich sehr, sehr, sehr gut für die Haut ist. Sind, oh Gott, Sprachfehler heute, ich rede schon gut. Wieder zu viel. Und und das wird die Rezeptur sein. Also ein ganz toller Hauttee und super. Ich hoffe, dass das vielen Frauen hilft. Ja, also was mir auf jeden Fall hilft, jetzt kann ich mich auch direkt mal outen, ich bin da so ein Mensch, ich trinke grundsätzlich häufig zu wenig, weil ich nicht so dieses Durstempfinden habe. Also ich vergesse das einfach. Ne? Also ich muss mich schon sehr zwingen und beziehungsweise ich nenne es jetzt mal vorbereiten, dass ich wirklich morgens meine Kannen fülle mit Wasser, mit Tee, mache mir meinen Kaffee und dann muss ich die alle um mich herum auf dem Schreibtisch irgendwo stapeln, dass ich schon mal auf jeden Fall meine 2 Liter sozusagen hier im Büro habe und dann trinke ich das auch, das geht. Und jetzt habe ich mal wirklich über die letzten Wochen mich so ein bisschen gezwungen und echt verstärkt darauf geachtet und ich kann echt sagen, also mal abgesehen jetzt von dem Periodenpickel, das macht einfach, ja, fast so ist es doch, es macht einen Unterschied. Und man hört das ja immer so, wenn du eine schöne Haut haben willst, musst du viel trinken, ja. Und dann haben wir alle Stress und Arbeit und sind sonst wie und man vergisst es halt manchmal auch. Ja. Und dieses sich wirklich immer wieder selbst daran erinnern, okay, ich mache mir jetzt mal vielleicht nicht nur eine Tasse Tee, sondern gleich eine ganze Kanne. Und selbst wenn ich ihn kalt werden lasse, dann kann ich ihn ja auch kalt trinken, schmeckt ja trotzdem noch. Und darüber so ein bisschen Variation zu haben, dass man halt nicht nur Wasser trinkt, auch wenn das ja auch super ist, aber Tee ist ja quasi so das Nächstliegende, ne? Ja, absolut. Ja, kann ich nur empfehlen. Also,
Ja, ich kenne das auch. Also mit viel Trinken, das hilft tatsächlich mit der Haut. Und ich habe es auch immer ganz oft, dass ich müde aussehe und mit so Augenrändern und so weiter. Ja. Und das ist auch wirklich, wenn man einfach zu wenig Wasser oder Tee trinkt. Ne? Und ich mache mir morgens, das machst du ja auch, habe ich in deinen Stories ja immer sehr oft verfolgt, dass du dir morgens auch immer schon gleich die Mom-to-go fertig machst. Das mache Ja, ich ja übrigens auch. Ich habe ja hier auch steht schon hier hier. meine Kanne. Und mache mir morgens eine Kanne Mom-to-go, dann gucke ich irgendwie, welchen Tee trinke ich denn heute. Und gerade auch bei dem Frauen-Power-Tee, wo ja sehr viel Brennnessel drin ist, und dann merke ich einfach auch, dass das tut wirklich gut morgens. Also einfach mal eine Kanne Frauen-Power-Tee trinken, dann nochmal eine Flasche Wasser nebenbei zu haben, dann Ja. vielleicht abends nochmal eine Kanne Tee trinken. Dann hat man sein Soll erfüllt an Wasser. Das Ja. merkt man im Körper schon extrem. Naja, und Ja. gerade in der Schwangerschaft ist es ja einfach so, ich meine, der Körper filtert mal eben das komplette Fruchtwasser innerhalb von 24 Stunden durch. Ja. Natürlich braucht das Flüssigkeit, das muss man sich halt immer mal wieder auch vor Augen führen, was der Körper leistet, von der Stillzeit mal ganz abgesehen. Es wird halt ganz abgesehen. Da, Und also ja. ich weiß nicht, wie oft ich das damals in der Stillzeit hatte, so dieses, in dem Moment, wo du stillst, merkst du, was du für einen Durst kriegst und dann Ach, steht die ja. Wasserflasche zu weit weg. Und kaum bist du fertig, musst du wieder wickeln und hat man es vergessen und so zieht sich das manchmal über den Tag. Also da darf man gut sich vorbereiten. Ne? Ja. Absolut. Also gerade wenn man nachts auch viel gestillt hat. Ich Ja. habe ja nachts durchgehend gestillt. Ich hatte da teilweise 2 Liter Wasser neben meinem Bett stehen, die waren weg. Einfach weg, Also ne? ja, Ja, weg. ja. Ja, und das ist halt schon was, wenn man das dann nicht schafft, das aufzuholen, das geht natürlich dann auch auf die Haut, klar. Ja. Das finde ich ja gut, da freue ich mich schon drauf, Ja, bald ist was es jetzt soweit. bei euch Dauert geht. noch ein bisschen. 2, 3 Monate, aber dann sind wir durch Okay. damit. Wie findet man euch, dass man das nicht verpasst? Ja, wir haben ja einen Shop, www.mom2mom.de, findet man ja auch bei dir mit drauf. Genau, wir haben auch ganz viel im Einzelhandel probiert, sag ich mal so. Wir haben aber gemerkt, dass wir eher online stark sind. Da Ja. erreichen wir unsere Zielgruppe eher. Ich sag mal, in Bremen gibt es einige Bioläden, wo man uns noch findet. Aleko zum Beispiel, und dann gibt es auch ein Rewe in Bremen. Und dann gibt es vereinzelte Reformhäuser, wo wir drin sind, aber das sieht man alles auf der Webseite. Genau. Aber Ja. eigentlich zum größten Teil wird Online. bei uns online bestellt. Ja. Ja, ihr verpackt auch immer so süß. Ja, wir versuchen Ja. Doch, doch. Schön. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Irgendein Wissen, eine Erfahrung, die du als Mama, als Unternehmerin, wie auch immer gesammelt hast, wo du sagst, das muss die Welt jetzt noch erfahren. Das möchte ich, dass das alle Frauen da draußen hören. Trinkt mehr Tee. Mega Credo. Atmen und Tee trinken. Da ist Ja, es, ja. also so abwarten und Tee trinken, das passt ja eigentlich auch ganz gut, ne? Wir warten mal die Ja. Situation ab. Nein, also ich sag mal ganz ehrlich, wir haben ja momentan wirklich eine wirklich sehr, sehr angespannte, krasse Situation mit Corona. Und irgendwie ist auch nicht wirklich das Ende vorhersehbar. Ja? Ich habe da Ja. gestern gerade mit einer Freundin darüber gesprochen, wann wird es wohl zu Ende sein? Oh So Ende Gott. des Jahres, im Sommer, keiner weiß es. Aber Fakt ist, so eine Pandemie dauert, glaube ich, 2, 3 Jahre. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass alles ein bisschen anders sein wird. Ja. Und anders müssen wir einfach lernen, umzugehen. Ja? Genauso wie es halt im letzten Jahr, ich erinnere mich noch, das erste Mal, wo ich einkaufen war und alle mit einer Maske rumliefen. Das war so skurril. Ich habe Ja. dann noch ein Foto von gemacht. Ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Wir laufen hier alle mit Masken rum, ja. Ja. Heute ist das ja völlig normal, ja. Ja. Und ich glaube, dass wir uns einfach daran gewöhnen, dass alles ein bisschen anders ist. Und ich glaube, man muss jetzt auch als Mama oder Unternehmerin, wie auch immer, versuchen, sich am Tage seine kleinen Highlights zu schaffen. Einfach, wo man ein bisschen Freude hat. Sei es einfach nur so Ja. völlig banal. Aber einfach kleine Highlights am Tag und wo man sich dran erfreuen kann. So. Und ich glaube, das hilft einem dann durch. So, Ja. das war mein Wort zum Sonntag. Schaffe Wundervoll. dir deine Highlights. Genau, das nehmen wir so. Abwarten und Tee trinken und Highlights schaffen. Genau. Und Wundervoll. Ich glaube, damit können wir das Ganze jetzt eintüten und genau. abschließen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es hat mir Es war so total viel schön, Spaß Evi. gemacht. Es war so schön. Wir könnten das, wir machen das öfter. Ja, ich finde auch. Ja. Wenn uns alle hören wollen.
Okay, genau. Also alle, die jetzt hier beim Podcast noch zuhören, ihr dürft gerne mal bei mir bei Instagram vorbeikommen. Ich mache immer einen Post zu dem jeweiligen, zu der Podcast-Folge, dürft ihr drunter schreiben, ob wir hier so eine regelmäßige Sandra-Efi-Session machen sollen. Genau, mit Atem. Wundervoll. Ja. Nein, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Mich sehr gefreut. Und ja, ich freue mich schon auf den Podcast. Ja. Oh wow, was war das für eine Podcast-Folge. Ich habe immer noch ein dickes Grinsen im Gesicht. Die gute Laune von Sandra ist auf mich auf jeden Fall immer total ansteckend, was durchaus sehr positiv ist. Wir hatten auch im Anschluss jetzt an die Podcast-Folge noch einen kurzen Austausch über unser neues Projekt, die Idee, die jetzt hier quasi so geboren wurde in der Podcast-Folge, ganz spontan. Also schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. Und lasst euch überraschen, was da in Kürze vielleicht sich draus entwickelt. Wer weiß. Ansonsten, wenn du noch nicht dabei bist, schau grundsätzlich gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Das ist joyfulmama_efi. Du findest alle Links auch zu den ganzen Produkten von Sandra natürlich, von Mom to Mom, in den Shownotes. Dann kannst du da einfach draufklicken. Das ist manchmal ein bisschen einfacher. Und wenn dir grundsätzlich der Hebammen-Podcast gefällt, super gerne, komm einmal rüber auf Apple und hinterlass eine positive Rezension in der Podcast-Abteilung sozusagen. Sehr gerne auch, wenn du noch mehr haben willst, schau mal auf meiner Website vorbei, joyfulmama.de. Vielleicht findest du da ja einen passenden Online-Kurs für dich oder irgendeinen spannenden Artikel im Blog. Da gibt es auch noch so das ein oder andere. Falls du irgendwelche Anmerkungen, Feedback oder Wünsche hast, scheu dich nicht, schick mir gerne eine E-Mail oder eine persönliche Nachricht über Instagram. Ich freue mich immer, so ein bisschen Kontakt mit euch zu haben und einfach zu wissen, ja, was macht das so mit euch, wenn ihr so eine Podcast-Folge hört, was nehmt ihr mit, was habt ihr noch an Wünschen, was könnte man anders machen oder was wäre einfach mal für dich persönlich eine total schöne Folge. Lass es mich einfach wissen und damit können wir, glaube ich, den Podcast für heute schließen. Ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag und ja, bis zur nächsten Folge.